Sie sehen nun eine gekürzte Fassung der Botschaft Die Überwindermatrix von Ivo Sasek. Eine Rede anlässlich des internationalen Freundestreffens 2016 Grenzenlos Lieben. Erfahren Sie mehr über die Gemeinsamkeiten in allen Religionen, eine wirksame Überwindermatrix und den Schlüssel zum Sieg. Gott ist zuallererst interessiert, dass hier unten was besser wird, dass wir zusammenarbeiten, dass wir verstehen, was Recht und Unrecht ist, oder? Das Resultat jahrzehntelanger Forschung für Sie zusammengefasst in nur 45 Minuten. Danke, dass ihr so weitherzig hier sitzt. Man spürt es in der Atmosphäre, ob es tragbar ist oder nicht. Ich weiß, das Ganze ist immer ein Experiment, aber ich möchte mit dieser Rede jetzt, mit dieser Botschaft, versuche ich etwas zusammenzuführen, an dem ich nun buchstäblich fast 40 Jahre gekaut habe. Und diese Predigt jetzt versucht dir einen Überblick zu verschaffen, eine Schau quer durch alle Religionen, quer durch all die Probleme, die wir haben in Politik, in Wirtschaft, in Wissenschaft, in Bildung, in Medizin, nimm was du willst. Ich habe in diesen Jahrzehnten der Forschung einen Konsens gefunden, einen roten Faden, wenn du so willst, eine Erklärung. Und wenn wir die Erklärung verstehen, sind wir, glaube ich, zwar noch nicht ganz am Ziel, aber doch mindestens endlich am Start. Ja. Ich würde aber gerne, um diese Botschaft einzufädeln, an einem ersten Punkt, möchte ich gerne einen kurzen Witz erzählen. Da ist der Biologielehrer, der erklärt den Kindern, der Walfisch ernährt sich von Sardinen. Daraufhin will der Benno, der Kleine, wissen, und wie macht er denn all die Büchsen auf? Das war für mich so ein Symbol, ja. Das war für mich ein Symbol, das zeigt den Stand. Wir kennen oft nur unsere eigene Welt, ja. Für Menschen, die in eine Veränderung gekommen sind, kommt der Strom aus der Steckdose. Nicht aus dem AKW. Ja. Für einfache Menschen kommt die Milch aus der Molkerei. Ich habe vergessen, dass ein Bauer sie, oder eine Kuh durch einen Bauer produziert wird. Für uns Menschen, die in abgewandelte Zeiten gekommen sind, kommen die Schuhe aus dem Schuhladen. Aber wer von euch ist schon mal in einer Schuhfabrik gestanden, wo es richtig genäht wird, geklebt wird? Die wenigsten von uns, nicht wahr? Und so ist es auch mit der Religion. Darum hat mir dieser Witz so gut gefallen. Für viele ist Religion so etwas Kompliziertes wie ein Walfisch, der Sardinen isst, aber wie macht er all die Büchsen auf? Ja? Sie haben nicht begriffen, dass es anders geht. Dass die Sardine, die schwimmt frei im Meer rum, der Wal nimmt sie direkt, er muss keine Büchsen öffnen. Bei der Religion, wie gesagt, sehr ähnlich. Die Religion hat einen Wandel durchgemacht. Der Mensch nimmt die Religion in einer Veränderung wahr, die buchstäblich katastrophal ist, so weit verändert, dass die Menschen heute fragen, wie terroristisch sind Religionen. Ist aber besser, wenn wir die Frage anfangen umzukehren und sagen, wie religiös sind eigentlich Terroristen? Das Ganze hat einen Wandel durchgemacht. Ja. Aber weil das Ganze einen Wandel durchgemacht hat und Religion immer mehr mit Terrorismus vermischt wird, ist jetzt der Schrei laut geworden, Religion muss weg. Das ist eine politische Agenda, die am Wirken ist, die fest beschlossen hat, nicht nur Religionen, sondern auch Nationalitäten zu beseitigen. Warum? Weil man ihr nachsagt, sie ist gefährlich. Religion und Terrorismus sind bald zwei austauschbare Begriffe in der öffentlichen Meinung. Und unsere Idee ist es, mit dem heutigen Tag zurückzuführen in die Anfänge, denn im Anfang, sagen wir, war das Herz. Bei jeder Religion, und ich kann dir nur sagen, mit Terrorismus hat das null und nichts zu tun. Und wenn das alles durcheinander gekommen ist und wenn jetzt ein Kampf herrscht, der Religionen gegeneinander zunehmen, weil sie gegeneinander aufgehetzt werden, müssen wir heute einen roten Faden finden, einen Konsens, der uns daraus rettet, der das Ganze wieder sinnvoll macht, der uns in eine Synergie hineinführt. Ich möchte bezeugen mit diesem heutigen Tag, mit dieser Botschaft, dass es eine wirksame Überwindermatrix gibt. Matrix bedeutet eigentlich Gebärmutter.
Matrix bedeutet eine Quelle, ein Ursprung. Es ist eine wirksame Kraft, eine Realität, die an uns ein Werk tut. Egal, ob du politisch, wirtschaftlich, religiös oder bildungsgemäß oder wissenschaftlich, mit wem immer du redest, ist auf der einen Seite eine Spaltung im Gange, die schlimmer nicht sein könnte und immer schlimmer wird. Auf der anderen Seite gibt es aus all diesen Bereichen Menschen, die sich total verstehen. Die müssen keine Kurse besuchen miteinander. Die fließen zusammen. Sobald sie zusammenkommen, fließen sie zusammen wie Wasser und Wasser. Ja? Das ist ein Ereignis, das ist eine Geschichte, das ist eine Matrix, das ist ein wirksames Geheimnis, das buchstäblich weltumspannend wirkt. Und wenn man das mal begriffen hat, ich sage dir, da gibt es Hoffnung, weil da müssen wir nur dahinter kommen, was macht denn diese gemeinsame Bewegung aus? Was ist es denn? Oder wohin drängt diese Matrix? Und ich will dir sagen, jede Religion hat ihre Abweichler, hat ihre Irrlehrer, hat ihre Extremisten bis hin zum Terrorismus, jeder Religion, sage ich dir, aber auch jede Politpartei, aber auch jede Wirtschaftsklasse. Insgesamt kannst du mir keinen Sektor, kein Abteil, keine Liga nennen auf der Welt, wo nicht genau dasselbe passiert. Und so wie jede Religion ihre Abweichler hat, ihre Irrgänger, die vom Ursprung wegführen in etwas Falsches, so ist jede Religion auf ihre Überwinder angewiesen. Und diese Matrix, die wirkt, ist eine Überwindermatrix. Die wirkt in jeder Politpartei, die wirkt in jeder Religion, in jeder wirtschaftlichen Sphäre. Die wirkt im Militär, die wirkt bei der Polizei, die wirkt überall. Jede Abteilung ist angewiesen, dass Überwinder daraus hervorkommen, die das überwinden. Ich habe ein Bild schon vor längerer Zeit einmal gefunden, das ist die 17-Jahres-Zikade. Das ist eine Larvenart, das ist eine so wie eine Raupe, die lebt 17 Jahre lang unter der Erde. Die siehst du nicht mit dem Auge, 17 Jahre lang verborgen. Aber auf den Tag genau wirkt eine Matrix, dass die hervorkommen, und zwar alle gleichzeitig. Die waren 17 Jahre unter dem Boden, im gleichen Moment, und zwar über Kilometer hinweg, über Länder hinweg, kommen die plötzlich alle hervor und streben den Bäumen hoch, sie klettern hoch in die Baumwipfel, fressen sich dort voll und bekommen Flügel, sie verwandeln sich, siehst du, und genau eine Analogie dazu ist das, was ich sage, das geschieht hier auf allen sämtlichen Ebenen auf der Erde. Jetzt ist eine Umwandlung im Gange, wo Menschen in einer Überwindermatrix drin sind, wo sie begreifen, jeder muss nach innen eine Selbstüberwindung antreten. Wohin drängt diese Matrix? Wo bricht sie aus? Diese Matrix drängt weg von bloßen Formen hin zu wesenhaften Dingen. Ob einer kniet beim Beten oder liegt oder steht oder rumhüpft, wir haben gelernt zu spüren, was ist in seinem Herz drin, wesenhaft. Meint er Gott oder meint er nicht Gott? Ehrt er damit Gott oder nicht? Wenn er Gott damit ehrt, ist das heilig, was er tut. Und sei es, dass er auf den Boden spuckt, weil er empfindet, so muss es sein. Wenn er davon überzeugt ist, wenn sein Herz ihm sagt, das ist mein Weg, dann nenne ich das heilig. Versteht ihr? Dahin drängt die Matrix, das Wesen zu verstehen, das Wesenhafte, was dahinter steckt im Herzen. Die Matrix drängt von der bloßen Erkenntnis hin zur Realität, wie sie ist. Die Matrix drängt von der Dunkelheit zum Licht. Sie drängt von jeder falschen Herrschaft zu einer gemeinnützigen Herrschaft. Oder man könnte sagen, von der egoistischen Herrschaft zum kollektiven Wohltuenden Herrschaft. Sie drängt weg von Spaltung hin in die Einheit. Das ist die Matrix, die hier wirkt, wie bei der 17-Jahres-Zikade. Und da gehören alle zusammen. Das geht weit über die Religion hinaus. Das hat mit der Weltgemeinschaft zu tun. Das hat mit den Nationalitäten zu tun. Die Matrix drängt weg von Bosheit in Richtung Liebe, von Ego-Individualismus hin zur kollektiven Ganzheit. Das ist diese Kraft, die wirkt. Zum vollkommenen organischen Sein miteinander. Von der Bruchstückerkenntnis drängt die Matrix weg ins Gesamtbild, bis man spürt, man braucht einander, man braucht Ergänzung, man muss achten, was Gott in jedem Einzelnen tut. Summarisch führt sie von der Rechtgläubigkeit hin zur Rechtschaffenheit. Aber bis hierher zusammengefasst möchte ich sagen, jede Religion, die hier drin ist, jeder Mensch, der hier drin ist, und jeder Mensch da draußen in der Welt, der nach Gerechtigkeit dürstet, Gerechtigkeit begehrt und sie übt,
dann ist das Gott, Punkt. So sagt es die Bibel, so sagt es der Koran, so sagt es jedes Religionsbuch. Wir beginnen beim Kampf der Überwindermatrix nach außen. Unter dem Strich nimmt man den Menschen einfach mal so, wie er halt tickt in seinem typischen gefallenen Wesen, will eigentlich fast jede Gemeinschaft irgendwo zur Herrschaft kommen. Ja. Jede Politpartei möchte am liebsten, dass sie ganz regiert. Es gibt im Grunde genommen nur zwei Arten, wie man diesen Kampf zur Vorherrschaft kämpft. Es gibt den gerechten Kampf und es gibt den ungerechten Kampf. Der gerechte Kampf wird eben von den Gerechten gekämpft, wie wir sie so oft nennen, oder von den Heiligen. Die sind daran bestrebt, das Ganze durch rechtes Tun, durch Rechtschaffenheit zu steuern. Das heißt, sie möchten Einfluss nehmen auf die Menschheit, dass die Menschheit das Richtige tut. Und ich sage mal, das ist vom Kern her genau das, was jede Religion will, das Rechte tun. Sie versucht es mit Rechtschaffenheit, mit Gerechtigkeit, mit Liebe zu manipulieren. Die andere Seite aber, die unrechte Herrschaft begehrt und gegen die Überwindermatrix ganz krass angeht, das ist wir nennen es mal die luziferische, die globalistische Art zu regieren. Sie begehrt die Herrschaft einfach über alle Menschen, nicht notwendigerweise, dass es allen besser geht. Das ist nur der Vorwand, um zur Herrschaft zu kommen. Dass man sagt, du Land, dir geht es zu wenig gut, du brauchst mal richtig Bomben, du brauchst mal Feuer und Zunder, du brauchst mal Demokratie und nachher liegt es in Schutt und Asche. Der Vorwand war Liebe, der Vorwand war, dass es dir besser geht. Die Tatsache ist aber, dass es nachher schlechter geht. Und dahinter stand nur ein Herrschaftsgelüst, oder? So ist die Verleumdung der Religion Alltag geworden. Religion ist ein großer Widerspieler, das musst du wissen, auch von den globalistischen Weltherrschaftslüstlingen. Die Religion ist ein ganz großer Gegenpart, weil sie darauf angelegt ist, dass Gerechtigkeit herrscht, dass Wahrheit wieder Wahrheit ist, dass man nicht lügt, dass man nicht betrügt und so weiter. Und weil das Ganze mit viel Lug und Trug und Unreinheit durchsetzt ist, gibt es für diese Menschen nichts anderes als verleumden Religionen als kriegsstrategische Terroristen, also kriegsstrategisch als Terroristen zu brandmarken, möglichst Schlechtes zu zeigen, Spaltung durch Rechtgläubigkeit einzuführen. Da könnte man Stunden darüber ausführen, wie es Menschen gibt, die nichts anderes tun, als sich in Religionsgemeinschaften hineinzusetzen, um dann Rechtgläubigkeit gegen Rechtgläubigkeit zu provozieren. Und Terror unter falscher Flagge ist heute die neueste Nummer, oder neu ist auch schon bald wieder nicht mehr neu, aber dass gerade im Namen des Islam, im Namen der Moslems solche grausamen Anschläge verübt werden, eben dass die ganze Welt nicht mehr unterscheiden kann zwischen Religion und Terrorismus, das ist eine Kriegslist. Das hat mit diesem Kampf zu tun, der hier tobt, und es ist diese Macht, gegen die Matrix antritt, gegen die diese Matrix aktiv wird. Und ich sage es im festen Glauben, in der festen Zuversicht, es ist der Kampf, den unsere Matrix, mit der wir mitgehen, mit dieser Wirksamkeit, wird hier die Oberhand gewinnen. Seid ihr einverstanden? Die wird hier die Oberhand gewinnen. Ja? Wenden wir uns nun dem gemeinsamen Kampf nach innen zu. Was wirkt diese Überwindermatrix von der Pike her? Sie wirkt, dass wir alle weltweit zu einem Durchbruch ins Urbild kommen. Jede Religion hatte eine Urbestimmung und jede Religion ist aus derselben Urbestimmung geworden. Wir schauen uns das Prinzip an, was die Matrix wirkt, am Bild eines Samens, das ist die Ur-DNS, wenn du so willst. Der Same, der dazu bestimmt ist, ein Baum zu werden. Siehst du, das ist ein Apfelkern. Das ist ein Gleichnis. Ich möchte dir sagen, jede Religion hat im Ursprung, im Kern dasselbe. Und jetzt schauen wir uns mal an, was der Ursame, die Ur-DNS jeder Religion ist. Ich habe jetzt nochmal nur die 12 Größen genommen und ich sage dir, so war es überall, weil das ist das Wesen der Religion. 12 Weltreligionen, ein Ziel. Christentum. Alles, was du willst, dass die Menschen dir tun, das tue ihnen zuvor. Das ist das Gesetz und die Propheten. Kurzum, alle Gebote unter dem Himmel zielen auf das eine ab. Römer 13, Vers 9. Du wirst deinen Nächsten lieben als dich selbst.
Judentum. Was für dich schmerzhaft ist, füge auch deinen Mitmenschen nicht zu. Das ist das Gesetz der Tora. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Islam. Der ist kein wahrhaft Gläubiger, der seinen Nächsten nicht das Gleiche erweist, was er sich selber zuliebe tut. Handle allen Menschen gegenüber so, wie du wünschest, dass sie es dir gegenüber tun und füge anderen nichts zu, was du nicht von ihnen erleiden möchtest. Hinduismus. Das ist das ganze Gesetz. Füge anderen nichts zu, was, wenn es dir geschehe, dir Leid verursachen würde. Der Weise handelt anderen gegenüber so, wie er von ihnen behandelt zu werden wünscht. Buddhismus. Hass kommt nicht durch Hass zur Ruhe, sondern durch Liebe. Alle Wesen sehnen sich gleich dir nach Leidbefreiung und Erlösung. Erweise darum anderen die gleiche Liebe, Güte und Barmherzigkeit, die du von ihnen erwartest. Taoismus. Betrachte deines Nächsten Glück und Leid als dein eigenes Glück und Leid und trachte, sein Wohl wie dein eigenes zu fördern und zu mehren. Erweise jedem Wesen Gutes, ohne nach dem Lohn zu schielen. Jainismus. In Freude und Glück, wie in Leid und Not, sollen wir alle Wesen so sehen, wie wir uns selbst sehen und jeden behandeln, wie wir von ihm behandelt werden möchten. Sikhismus. Wie du dich selbst wertest und behandelst, so werte und behandle auch die anderen. Dann wirst du ein Teilhaber des Himmels. Erkenne alle Wesen als dir verwandt und brüderlich verbunden, denn ein jedes Herz ist Träger des göttlichen Lichts. Bahai. Willst du Gerechtigkeit, dann wähle für andere nur, was du für dich selbst wählst. Lass deine Taten Vorbilder und Führer für alle Menschen sein. Gesegnet der, der in jedem Menschen seinen Bruder erkennt und sich allen Wesen gegenüber hilfreich verhält. Shintoismus. Ohne Hinblick auf Sitte und Sprache, Volkszugehörigkeit und Kultur sollen die Menschen einander brüderlich helfend beistehen und sich gegenseitig Gutes erweisen. Konfuzianismus. Das Gesetz des Lebens, das Gesetz der Gegenseitigkeit gebietet, tu anderen nichts an, was du nicht von ihnen erleiden möchtest. Verhalte dich jedem Wesen gegenüber so, wie du wünschst, dass er dir begegnet. Parsismus. Licht und edel ist und handelt, wer das, was für ihn nicht gut ist, auch anderen nicht zufügt. Gutes zu tun ist keine Pflicht, sondern eine Freude, die das Wohlsein und Wohlergehen mehrt. Haben wir das gut verstanden? Dann rufen wir Halleluja, oder? Ja. Und so wie der Same, diese DNA, das ist das Ziel gleichsam, hat, ist es unsere Pflicht, mit der Überwindermatrix mitzugehen, dass das hervorkommt. Versteht ihr? Wir sollen nicht Feinde sein voneinander und Unterschiede hervorheben, bis der Same kaputt getreten ist. Wir sollen sagen, Moment, ich habe gesehen, das ist ein Apfelbaum und das ist halt ein Birnbaum. Das ist, nicht jeder muss ein Apfelbaum sein. Das ist eine Zwetschge oder was, nimm was du willst. Er hat dasselbe im Herzen, also will ich verstehen, wenn ich will eine Sprache lernen, möchte ich damit sagen. Ich möchte jetzt 7 Gemeinsamkeiten und den Weg der Entwicklung zur Synergie zeigen. 7 große Gemeinsamkeiten, was die Entwicklung der Religionen vom Samen zum Baum betrifft. Gleichheiten, die du nicht bestreiten kannst, wenn du die Augen öffnest und siehst, alle kämpfen mit demselben. Und das ist kein religiöses Problem, das ist ein Schöpfungsproblem. Alle Religionen haben ein Urbild. Eine Urschrift haben viele, sind nicht alles Schriftreligionen, aber alle haben Urüberlieferungen, alle haben Urgesetze. Also alle Religionen haben diese Reinform, diese Reinkultur, diese 1:1 Apokalypse, wie Gott sich ihnen gezeigt und offenbart hat, ob das jetzt Christentum ist oder welche, spielt keine Rolle. Bei den Juden ist diese Urform der Schrift, wenn wir jetzt mal von den Schriftreligionen ausgehen, die Urform ist die Tora. Bei den Christen ist das die Bibel. Im Islam ist es der Koran. In Indien ist es die Bhagavad Gita. Oder die Veden, es gibt immer mehr, aber ich nehme jetzt mal die wichtigsten. Ja. Im Parsismus ist es das Avesta, das sind die Urschriften. In China ist es das Tao Te Ching, das ist unsere Bibel zu vergleichen. Im Buddhismus der Tripitaka und so weiter. Die zweite Station ist das frisch bestellte Feld. Siehst du, jetzt siehst du plötzlich gar nichts mehr vom Samen und du kannst immer den Teufel hinten lachen hören. Dieser Kampf, jetzt der Matrix, diesen Samen hervorzubringen, er kämpft
er drückt diesen Samen in die Unsichtbarkeit, er verschwindet. Zuerst war es noch ein Bekenntnis, jetzt taucht er plötzlich ab und du kannst spotten. Alle haben einen Widersacher. Es gibt keine Religion und nichts unter dem Himmel, was nicht einen Widersacher, einen Diabolos hätte, einen Zerstörer, einen Durcheinanderwerfer. Es sind Kosmokratoren und ihre Irrlehrer, ihre Falschpropheten, ihre Verführer am Werk. Und ich sage es wieder, um wieder im Rückspiegel nicht zu vergessen, das geschieht auch in der Wirtschaft so, das geschieht in der Wissenschaft, in der Medizin, in der Bildung, überall. Überall gibt es wieder Parts, wieder Spieler, wieder Kräfte. Ja? Eine dritte Ebene, die völlig gleich ist bei allen Religionen und bei allen anderen Gebieten des Lebens. Das ist die Kluft zwischen Fleisch und Geist. Gott ist Geist, der Mensch ist Fleisch. Gott denkt anders als der Mensch, siehst du? Und diese Kluft ist in jeder Religion drin. Geistliches ist geistlich, der Mensch aber ist fleischlich, wie die Bibel es nennt. Die anderen Bücher haben andere Begriffe vielleicht dafür. Jesus sagte, wenn das Samenkorn nicht in der Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, eben wenn es die fleischliche Natur überwindet, wenn es zerbricht an sich selber, an seiner eigenen menschlichen Unvermögenheit, heißt das, an seiner eigenen menschlichen Schwäche, an seinem Unvermögen, wenn du daran zerbrichst, da erst begegnet dir Gott. Ganz gleich, ob du ihn jetzt Allah nennst oder Brahman oder wie auch immer, du kannst ihm jeden Namen der Welt geben, das Prinzip wird sich bei niemand ändern. Wenn du mit Geist in Berührung kommen willst, musst du zerbrechen an dir selber. Du musst spüren, ich kann es nicht. Ich bin Mensch, ich bin Fleisch und Blut und Gott ist Gott, er ist Geist. Siehst du, an dieser Kluft leiden alle. Es gibt aber eine vierte Gleichung, wo alle Religionen durch müssen. Das gleicht jetzt dem durchgebrochenen Jungpflänzchen. Alle haben in ihrer Tradition die eigene Religionsgeschichte. Also über dem Gesetz, wenn ich sage, die Juden haben die Tora, wir Christen die Bibel, die Moslems haben den Koran und so weiter, hat jede andere Religion darüber hinaus auch noch Überlieferungen. Also bei den Juden nennt man das die Überlieferungen, bei uns Christen könnte man sagen, das sind die Evangelien, das sind die Geschichten, die von deinem Religionsführer erzählen, von seiner Geschichte. Beim Islam ist das die Sunna, die sogenannte, das ist das Vorbild von Mohammed, aber auch das Vorbild von Jesus, darf man nie vergessen. Im Koran ist auch das Vorbild von Jesus, Christus echt gerühmt, gepriesen. Und das sind die Geschichten, wie er Geschichte gemacht hat, wie er durchgebrochen ist, der Mohammed oder Jesus. Das ist die Geschichte, hier das Pflänzchen, das die Scholle überwindet. So hat jede Religion ihre Vorbilder, weil sie sich sagt, nebst dem Gesetzbuch, das ihr Religionsgründer geschaffen hat, gibt es auch noch das Leben des Religionsgründers und der hat das so gemacht. Und man schaut zu, wie er es gemacht hat und man versucht, diesem Ebenbild nachzukommen. Fünftens, alle haben Ableitungen und Ergänzungen von ihren Original- oder von ihren Urschriften und von ihren Überlieferungen. Das gleicht ist der fünften Stufe, das ist die, im Bild gesprochen, die noch unreife Frucht. Ich sage noch unreife. Was meint das? Jede Religion, so gut das Grundgesetz war, wir nehmen die 10 Gebote von Moses, oder wir nehmen den Koran, den Urkoran von Mohammed, nimm was du willst. Alle Religionen sind an einem Punkt nicht mehr weitergekommen, weil sie merkten, Moses oder Mohammed, sie haben super Gesetze gegeben, wichtige Dinge gesagt, aber jetzt sind wir in einer Situation, da gibt es kein Gesetz für diese Situation, da gibt es keine Überlieferung, nichts. Also man hat dann die Geschichte studiert, wie hat er sich verhalten in dieser Situation, die gab es noch nicht, damals gab es zum Beispiel noch keinen Flugverkehr, gab es noch keine Autos, also konnte es nicht ableiten und so hat jede Religion, ausnahmslos jede, hat dann Ableitungen, das heißt Zusätze zu ihren Urgesetzen, zu ihren Hauptschriften. Bei den Juden schon 516 nach Christus, das war nach der babylonischen Gefangenschaft, bei den Juden ist das der Talmud oder seit dem 2. Jahrhundert nach Christus ist es die Mishnah, das sind zusätzliche Überlieferungen. Bei den Christen sind das die Katechismen, die Lehrbücher, wenn du so willst, die Studienbücher, die Fachliteratur, das geht über die Bibel hinaus, ja? Beruft sich aber auf die Bibel. Beim Islam ist es die Qiyas, das ist arabisch, das ist eine Rechtswissenschaft, also islamische Rechtswissenschaft, das hat sich über den Koran hinaus daneben entwickelt, wie bei uns die christliche Literatur. Alle haben dieselben Probleme, alle haben dieselben
Prozesse, alle haben dieselben Abläufe, alle müssen wie der Baum diese Prozesse durchsterben oder durchbezwingen, überwinden und damit fertig werden. Und hier kommen wir in den Bereich der Exegese oder der Hermeneutik, wie man so in der Fachsimpelsprache sagt. Da kommt die Hermeneutik, die Exegese, die Auslegung ins Spiel. Und jetzt kann ich dir sagen, sobald es um die Auslegung geht, haben wieder alle Religionen dasselbe Problem. Sobald es um Auslegung geht, sind wir alle am ein und demselben Punkt. Wir haben alle ein und dieselben Probleme. Und mit dieser Liste zeige ich dir 24 Gleichheiten durch alle Religionen. Alle Religionen haben zum einen geistliche Leute, geistreiche Leute. Das heißt, solche, die eben Gottes Sinn mehr erfassen können als die typisch fleischlichen. Ja? Das sind diejenigen, die begreifen, alles, was geschieht, kannst du nicht mit Gesetzen lösen, ja? Sondern das musst du vom Herzen her angehen. Das sind diejenigen, die zurückfinden zur Ur-DNS, die Geistreichen, wenn du so willst. Bei allen gibt es die Mystiker, wenn du so willst. Das Christentum hat Mystiker, das Judentum hat Mystiker, der Islam, der Hinduismus, der Buddhismus, der Tao oder Daoismus. Und da kannst du alles aufreihen, was du willst. Jede Religion hat Gesetzliche drin, hat solche, die die Auslegung gesetzlich betreiben. Jede Religion hat viertens Extremisten, vom Pazifisten-Extremismus, also das heißt Gewaltlosigkeitsextremismus, bis zum Terrorismus. Jede Religion hat das, sagt nicht, es ist nur der Islam, es ist eine Lüge. Ich kann das in der Geschichte in jeder Religion zeigen. Ja? Du hast einfach bei den Christen, also den Ku Klux Klan, verstehst du? Du hast die Sonnentempler bei den Theosophen, du hast den IS beim Islam und so weiter. Es gibt bei der Auslegung auch die Macher, es gibt bei der Auslegung die Trägen, die Gott alles überlassen, die Bibel oder den Koran oder was immer so auslegen, als müsste alles Gott allein vom Himmel machen. Aus allen Religionen gibt es die hierarchisch autoritären Bewegungen, die okkulten Geheimlehren. In allen gibt es die sich Absondernden, die alles Verteufelnden, die endzeitlich orientiert. In allen Religionen und Bewegungen gibt es, die auf Mündigkeit pochten, allen anderen, die an Schicksal glauben, solche, die im Diesseits das Heil suchen, andere, die es im Jenseits suchen. In jeder Religion, in jeder Sparte hast du von allem alles. Dasselbe aus dem Sport. Kannst du mal zeigen, wie es im Sport aussieht? Auch dort hast du die Geistreichen, siehst du. Auch im Sport hast du die Mystiker. Ja, siehst du es? Die Schwärmer, oder? Auch im Sport hast du die Gesetzlichen, siehst du es? Auch im Sport hast du die Extremisten, da hast du sie, die Terroristen, oder? Vom Pazifist bis zum Terrorist hast du alles. Auch im Sport hast du die Macher, siehst du? Auch im Sport hast du die Trägen, die alles den anderen überlassen, oder? Siehst du es? Auch im Sport hast du alles. Also mach nicht immer ein religiöses Problem daraus. Darum sage ich dir, Religion und Terrorismus kannst du säuberlich voneinander trennen, so wie du Sport vom Terrorismus trennen kannst. Es ist genau dieselbe Dummheit, Religion mit Terrorismus zusammenzubringen, nur weil das da vorkommt, wie es dumm wäre, den Sport mit Terrorismus in Einklang zu bringen. Versteht ihr das? Jede Abteilung hat seine Abweichler. Jede. Ich zeige dir noch eine sechste Parallele. Wenn es um diesen Überwindungskampf geht, der Religionen, das ist die Überlieferung über die Jahrhunderte. Das kannst du mit dem sturmgepeitschten Baum vergleichen, mit diesem Stadium. Mit diesen Problemen haben die Religionen zu kämpfen. Jahrhundertelang musste das mündlich überliefert werden und irgendwann dann ist es in Schriftform abgefasst worden. Also Naturkatastrophen haben da reingefunkt, da haben Kriege reingefunkt, der Wandel der Sprache, ja. Und so hast du die Sprachwandlung, zum Beispiel jetzt vom Arabischen ins Türkische, ins Hindi, ins Afrikan, ins Deutsch und so weiter. Ja, wenn du jetzt die islamische Schiene nimmst oder vom Jüdischen, vom Hebräischen ins Aramäische, ins Griechische, ins Deutsche. Das sind alles Prozesse, sturmgepeitschte Prozesse, die die Religion entartet haben, die den Sinn, den Ursinn, den Urcode, die Ur-DNA verwischt haben. Versteht ihr? Aber wir fassen zuerst nochmal mit einem siebten Überblick, das ist der sturmgebrochene Baum, die Tragödie unserer Religionen zusammen. Die größte Übereinstimmung in sämtlichen Religionen, aber auch da draußen bei allen anderen Kassen und so weiter, die größte Übereinstimmung ist die Spaltung, die wir haben. Allein die Christenheit, die sind Tausende, und das habe ich jetzt nicht
übertrieben. Es sind Tausende von Denominationen, von Spaltungen, die alle gegeneinander gespalten sind als Frucht der eigenen Anstrengung, als Frucht, weil sie mit der Überwindermatrix noch nicht in Berührung gekommen sind oder ihr ausgewichen sind oder ihr widerstreben. Im Hinduismus, man spricht von 33 Millionen verschiedenen Göttern. Und ich sage, das sind die Spaltungen, oder? So viele Häuser, wie es hat, so viele Spaltungen gibt es da im Hinduismus. Und schau, wie es beim Islam aussieht, oder? So stehen sich beispielsweise sunnitische und schiitische Muslime einander gegenüber, feindlich. Ja? Kurden und Türken, afrikanische Hutu und Tutsi, nahöstliche Christen und Salafisten stehen sich verfeindet gegenüber. Verfeindete schwarzafrikanisch-libysche Tubu mit arabisch-libyscher Sebna, afghanische Patschunen und afghanische Hazara, sowie Turkmenen und Hadschiken und so weiter. Du kannst endlose Listen finden und alle können sich einem rühmen. Wir sind ein total zerspaltenes, total kaputtes, total ferngelenktes, gescheitertes Volk. Stimmt das? Dann sag mal Amen, ja? Und wir hören auf, uns in diese verdammten Spaltungen reinzubegeben. Die hast du in jeder politischen Szene. Links gegen rechts, gegen Mitte. Bringen wir die Liebe wieder zur Welt. Das ist der Urgedanke der Religion, von jeder Religion. Das sind unsere Brüder deshalb, versteht ihr? Wer Gerechtigkeit tut, ist aus Gott. Wer Liebe übt, ist aus Gott. Und wenn er tausendmal scheitert, er ist aus Gott. Ich möchte dem Moslem zu seinem Recht verhelfen, versteht ihr? Um Heilsfragen gilt es, dich nicht mehr zu streiten. Sagst du das damit, Ivo? Ich sage, ja, richtig. Wenn doch jede Religion sowieso besser weiß, wie man in den Himmel kommt, dann lass sie doch dahin ziehen. Warum soll ich, wenn ich meinen Weg zum Himmel in meinem Kopf oder Herzen habe, warum soll ich den anderen denn auf diesen Weg zwingen, wenn er sagt, ich weiß es besser als du, ich finde meinen Weg zum Himmel? Bevor wir uns in dieser Rechtgläubigkeit weiter verehren, sage ich dir, wo die Matrix durchweht. Es ist einfach mal Schluss damit. Okay? Es ist einfach mal Schluss damit. Ich sage jetzt nicht in menschlicher Weise, dann lass doch den Moslem zur Hölle fahren. Ich sage, dann lass doch den Moslem zum Himmel kommen. Verstehst du? Aber bevor wir im Himmel sind, machen wir hier unten noch was. Und was ist das? Es ist die Rechtschaffenheit, verstehst du? Wir alle wissen ganz genau, was richtig ist und was falsch ist. Wir wissen genau, wenn wir zur Urformel zurückkehren, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst, was du selber willst. Du weißt genau, was du selber willst. In jeder Situation, stimmt das? Also wenn wir nur das eine wieder begreifen, dann weißt du in jeder Situation ganz genau, was du am liebsten möchtest, verstehst du? Wir können miteinander das Rechte tun, tun, tun. Das Achte, das ist das Ziel. Und daraufhin arbeitet die Matrix. Es ist der süße, der vollendete Fruchtbaum. Aus diesen Problemen heraus gibt es einen Weg. Und zwar einen gemeinsamen für sämtliche, die wir jetzt immer genannt haben. Nicht nur Religionen, bis zum Fußballverein runter funktioniert das. Diese Überwindermatrix, diese Wiederherstellungsmatrix, die an uns wirkt, die hat einen Weg, die jetzt in jedem Einzelnen drin anklingt. Es ist das, dass wir hineinfinden, zurück zu der goldenen Regel, wie wir sie immer wieder nennen. Denn das, was alle Religionen am Anfang im Herz hatten, im Anfang war, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst oder als dich selbst. Wir finden da wieder hinein, dass dieses Denken wieder Fuß fasst in uns drin. Wir müssen nur unsere hirnverbrannten Theologien aus dem Kopf schlagen, dass immer alles vom ewigen Heil abhängt und diese Dummheiten, die wir im Kopf haben. Gott ist zuallererst interessiert, dass hier unten was besser wird, dass wir zusammenarbeiten, dass wir verstehen, was Recht und Unrecht ist, oder? Niemand kann sagen, wir werden jemals eine Welt haben, die ohne ein statisches Gesetz zurechtkommt. Das müssen wir uns einfach aus dem Kopf schlagen. Und so sagt es die Bibel und so sagt es der Koran. Und hier kommen sich die zwei Bücher sehr nahe. Das Neue Testament sagt,
das Gesetz ist richtig und gut für denjenigen, der es gesetzmäßig braucht. Aber die Bibel betont, für den Gerechten ist das Gesetz nicht gegeben, sondern für den Sünder, für den Gottlosen, für den Mörder, für den Vatermörder, Muttermörder und so weiter. Für alle, die das Gute nicht im Herzen haben, braucht das Gesetz. Ja? Aber dem Gerechten ist ein anderes Gesetz gegeben worden. Und das ist der Ausweg aus der Problematik, ihr Lieben. Da schlägt die Matrix durch und beginnt eine neue Welt zu bauen. Siehst du, und genau hier hinein kommt jetzt Jesus ins Spiel, von dem Mohammed gesagt hat, hört doch auf ihn. Ja? Seht ihr, und Jesus ist gekommen und von ihm heißt es ganz pauschal, das ist die zentralste Erkenntnis, die über Jesus je ausgesprochen wurde. Das kannst du im Johannes-Evangelium 1, Vers 4 lesen. Da heißt es, in Jesus ist das, er hat das Leben gebracht. In ihm war Leben. In ihm war Leben. Das Leben Gottes und das Leben war das Licht der Menschen. Ja? Sprich, wir haben alle in uns eine Matrix eines göttlichen Lebens, eines göttlichen Navigationssystems, das uns Licht ist, das uns führt. Das hat nichts mit Theologie zu tun. Das hat nichts mit Rechtsstreit zu tun, mit theologischen Rechtsschulen und so weiter. Das ist ein inneres Navigationssystem, das sich in pulsierendem Leben, in pulsierender Kraft, in pulsierendem Frieden, in einer unvergleichlichen Navigation äußert, wo du einfach weißt, das ist gut. Verstehst du? Du kannst nicht allein durch Gesetze wissen, wo es lang geht. Römer 8, Vers 2 fasst es so zusammen. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, so wie Jesus es lehrte, heißt es dort, das Gesetz des Geistes des Lebens, so wie Jesus es lehrte und vermittelte, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was ist das Gesetz der Sünde und des Todes? Das ist das Buchstabengesetz. Das ist die formelle, so sollst du nicht. Und wenn ein Gesetz fällt, was machen wir dann, oder? Dann sind wir alle aufgeschmissen. Das war die Lösung, die Jesus präsentiert hat, der gesagt hat, ihr müsst auf das achten, was im Menschen drin ist. Und als er gefragt wurde, wo ist es denn richtig anzubeten, eben das Gesetz Sünde und des Todes, wo ist es recht anzubeten, auf dem Berg dort in Gerizim oder in Jerusalem, dann wollten sie genau diese gesetzliche Art der Interpretation, mit der hat Jesus nie Schritt gehalten. Und Mohammed hat gesagt, hört auf ihn, ja, wie er das gemacht hat. Ja. Er hat gesagt, weder auf dem Berg Gerizim noch in Jerusalem geht es um wahre Anbetung. Wo ist die wahre Anbetung? Im Herzen, im Geist der Wahrheit. Seht ihr, da sind wir am Anfang des heutigen Tages. Ja. Jesus hat etwas mit sich gebracht, das die Massen fasziniert hat. Es war weit über jeder Religion. Es war weit über jeder Rechtgläubigkeit, weit über jedem Lehrstreit. Was er gemacht hat, hat im Herzen angeklungen oder nicht angeklungen. Man konnte mitfließen oder nicht mitfließen. Es war eine dynamische Kraft, die dir gesagt hat im Herzen, das ist es, da gehe ich hin, auch wenn es dein Kopf noch nicht kapiert hat. Mit Jesus sind Tausende von Menschen mitgegangen, die sagen, ich verstehe nicht, was der Mann spricht, aber er hat recht, oder? Das war es, siehst du? Und das ist es, was uns hier drin verbindet. Das ist der Grund, warum wir keine Lehrstreitigkeit haben, obwohl wir immer noch in Hunderten von Denominationen irgendwo angesiedelt sind, nie das geklärt haben, wir haben nie aufgeräumt und gesagt, sollen wir jetzt mit Händen oben oder unten beten? Jesus sagt, weder noch, es liegt in der Mitte, oder? Dort, wo uns die Kraft Gottes zusammenführt, wo uns dieser göttliche Friede zusammenführt. Jesus hat es so formuliert, ich vermittle euch einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Einen Frieden weit über dem, was der Mensch hat. Es ist der göttliche Friede. Jesus hat uns gelehrt, wie man Gottes Friede als Atmosphäre wahrnimmt, über jedem Wort, über jede Frage. Ist es nicht in erster Linie, wie macht man es, sondern was wirkt hier? Wo wirkt das Leben? Und er hat uns dieses Leben gebracht, das uns gelehrt hat, dass alles, was du hast, auch der andere hat. Bei Gott ist für alle alles gleich. Also wenn Gott in einer Sache drin ist, wenn die Wirklichkeit, die Wahrheit getroffen ist, geht es bei uns allen im Herzen hoch. Versteht ihr? Und da musst du nicht die Theologie zu Rate ziehen, da musst du nicht Gehabtes ins Feld führen und das zuerst zu Ende fechten. Ist es jetzt Gerizim oder ist es Jerusalem? Verstehst du? Du sagst einfach, wenn du zusammen bist und ein Problem hast, wenn beide die Wahrheit wissen wollen, legt sich über zwei, wo zwei sind, ein gemeinsamer Friede. Wo fünf sind, legt sich ein gemeinsamer Friede über fünf. Wo 100 sind, legt sich ein gemeinsamer Friede über 100. Wenn kein Rat da ist, wenn du allein bist, hast du den Rat. So lehrt es uns
die Bibel und so, ist es eine Matrix, die nicht nur in der Bibel, die funktioniert beim Moslem, beim Buddhisten, bei jeder Religion, bei jeder Wirtschaftsgruppe, bei jeder Politgruppe, bis runter zum Fußballverein funktioniert das Gleiche. Es gibt eine Matrix, die uns im Herzen drin berührt. Aber wie gesagt, das sind nur die Aufrichtigen, die davon betroffen sind, die davon profitieren können, weil die anderen sind, für die anderen ist das Gesetz, das harte Gesetz, das des Moses, das des Mohammed gegeben. Das bleibt. Ja. So wie Jesus gesagt, es wird nicht ein Tüttelchen des Gesetzes weggenommen werden, solange gottlose Gesellen nicht auf diese innere Frequenz, auf diese Matrix, diese Überwindermatrix eingehen möchten, für sie ist das andere Gesetz. Das wird immer so sein. Ein Mörder, der nicht einschwenken will, ein Gewalttäter, der mit Gewalt alles unter sich vereinigen will, der wird sich nie beugen. Also für ihn braucht es dieses Gesetz, das wird bleiben. Aber für alle anderen, und da besteht die Hoffnung, jetzt ist eine Matrix da, die die ganzen Völker bewegt. Die Köpfe, ich nehme jetzt mal die US-Administration, die überall die Kriege anzettelt. Die Köpfe mögen in die Richtung laufen. Je weiter das sie in die falsche Richtung laufen, desto mehr wirkt die Matrix über den Amerikanern, über dem Volk selber, dass sie genau das tun, was ich jetzt sage. Sie spüren, das ist falsch, und sie gehen mit dem Herzen, sie fließen zusammen mit allen, die das auch so wahrnehmen, und bilden eine neue Welt. Versteht ihr das? Und das geschieht überall so. Und das bricht jetzt überall auf, dieser Schlüssel zum Sieg. Es ist die Matrix, die uns die gegenseitige Abhängigkeit ins Bewusstsein ruft. Aber du musst offen sein dafür. Du darfst nicht einer Tradition verfallen sein, die dir sagt, du darfst nichts mit dem anderen zu tun haben. Oder? Wir müssen wieder einsehen, dass wir einander brauchen. Und am besten übst du das, dass du begreifst, dass du noch nicht mal zur Arbeit fährst am Morgen, ohne dass du mindestens von mindestens 15 Nationen gesegnet wurdest. Du könntest ohne die Beihilfe von mindestens 15 Nationen noch nicht mal zur Arbeit fahren. Verstehst du das? Da hast du es. Tee aus China trinkst du am Morgen, oder? Kaffee aus Kolumbien, stimmt das? Den Teller, aus dem du isst, ist aus Holland, das Besteck aus Solingen, stimmt das? Gewürze aus mediterranen Ländern bis Indien, oder? Kleider aus Bangladesch, die Schuhe, die du trägst, aus Italien, nicht? Die Uhr hoffentlich aus der Schweiz, oder? Ja? Und dann hast du ein Auto aus Japan, stimmt das alles? Ja? Und da habe ich jetzt furchtbar untertrieben. Mach mal den Test, zähl mal zu Hause das Made in zusammen und du wirst sehen, du bist von allen abhängig. Aber du bist in deinem Wahnsinn, in deiner getäuschten Natur, in deiner fleischlichen Natur, bist du blind. Du erkennst nicht, dass du noch nie einen eigenen Autoreifen gebastelt hast. Du hast kein Rad konstruiert. Stimmt das? Keine Schraube hast du je selber hergestellt. Stimmt das? Also du bist von anderen abhängig, oder? Kein Besteck, das du in der Hand hast, keinen Teller hast du selber gemacht, oder? Die einen sagen es mit Martin Luther King, wir sind alle Brüder. So äußert sich dann diese Matrix für all diese Menschen, die das begreifen. Die anderen sagen, wir sitzen alle in einem Boot. Jeder hat sein eigenes Bild, aber jeder redet von derselben Wirklichkeit. Die anderen sagen unter dieser Matrix, wir alle atmen doch dieselbe Luft, damit sagen alle dasselbe, wir gehören zusammen. Wir sind untrennbar. Wieder andere sagen, wir leben alle auf derselben Erde und möchten damit die Einheit zum Ausdruck bringen. Die anderen sagen, wir haben alle die gleiche Rechte oder wir haben alle die gleiche Rasse, wir sind alles Menschen, jede Hautfarbe, egal, wir sind eine Rasse. Ja. Wieder andere rufen, wir brauchen einander wie der Käufer, den Verkäufer. Und alle haben Recht. Versteht ihr das? Aber wir gehen hier als OCG noch einen Schritt weiter. Wir sagen, wir sind nicht nur alle Brüder, wir sind alle ein Organismus. Wir sind alle ein Körper. Und nicht nur die Christen sind ein Körper, die Menschheit ist ein Körper. Und wir müssen stufenweise dahin gelangen, dass wir einander eben lieben als uns selbst. Nicht nur wie, als Gesetz. Man sollte den Nächsten auch noch lieben. Nein, du da unten und du da drüben und du da oben und jedem Land, wo du gerade bist, du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Ich kann dir nicht schaden, ohne mir selber zu schaden. Und wenn ich es jetzt hinausschiebe, dir zu dienen, dir zu helfen, dir auf irgendeine Weise dich hochzukriegen, dann bekomme ich die Rechnung einfach später. Das ist wie beim Rost beim Auto, verstehst du? Wenn du ein Auto verrosten lässt, du kannst den kleinen Rostfleck missachten, irgendwann fällt dir die Karre auseinander. Und darum sage ich, dass ich bin du und du bist ich, das ist der Schlüssel. Dieses Verständnis, darüber, über diesen Weg
finden wir die aktive Matrix wieder, wir können sie wieder verstehen, da knüpft sie an, bei diesem ersten Schritt in diese Richtung. Sobald du das begreifst und die Menschheit so zu sehen beginnst, auch die Religion und alles, dass wir alle einander zusammen brauchen, alle die Gerechtigkeit üben, alle die Heiligen und Gerechten, da wirst du diesen Frieden wieder spüren, wo du keine Theologie mehr streitest, sondern in jeder neuen Situation, wo du drin bist, stellst du gewissermaßen innerlich nur noch die Antenne und schaust, wo liegt der gemeinsame Friede. Und hier reden wir jetzt nicht von Demokratie, hier reden wir nicht von einer Diktatur, hier reden wir davon, von einer gemeinsamen Wahrnehmung, denn jede Sache, die von Gott ist, befriedigt alle gleichermaßen. Wo 100 sind, sind 100 am Schluss zufrieden, nicht 50-50 oder 51. Demokratisch, wenn die 51 die Mehrheit hat, müssen die anderen spuren. Bei Gott, bei dem, was diese Matrix hier weltweit wirkt, findet alles ganz zusammen. Wer immer Gerechtigkeit im Herzen hat, und wenn 1000 zusammen sind, sind nachher 1000 völlig zufriedengestellt. Es sei es ein Schurke darunter, verstehst du? Alle, die Gerechtigkeit lieben und anstreben, werden es so erleben. Und darum kannst du über jedem Wort, das du sprichst, über jede Tat, die du tust, über jedem Ding, das du zusammen planst, kannst du dich gemeinsam einfach hinstellen, ob du jetzt Christ oder Buddhist oder Hinduist oder Islamist bist, ist egal. Es wirkt bei allen dasselbe. So überwinden wir das Gesetz, so kommen wir zu dem vollen Fruchtbaum. Du spürst im Herzen über dem, was es ist, einen gemeinschaftlichen Frieden. Aber wer nicht weiß, dass der existiert, wird es auch nicht herausfordern. Er wird nicht darauf ausgerichtet sein und darum wird er es nicht erleben. Aber wir haben euch hierher gerufen zu diesem Freundschaftstreffen, weil wir euch sagen, genau das ist der Grund, warum wir keinen Lehrstreit haben, egal mit wie vielen Nationen, egal mit wie vielen Religionen oder Denominationen, weil wir genau das machen, was ich erzählt habe. Wir spüren miteinander das gemeinschaftliche Leben und sagen, das, was es ist, geht bei allen hoch. Das Richtige geht bei allen hoch. Wir stehen still, bis es bei allen oben ist. Das ist die Weise, wie wir leben zusammen. Verstehst du? Ja. Diese Rede in voller Länge finden Sie unter www.sasek.tv/grenzenlos. Mehr Infos zu Ivo Sasek und seinen Aktivitäten finden Sie unter www.ivo-sasek.ch. Lernen Sie Menschen kennen, die einen Schritt zur Weltveränderung wagen. www.bemessung.info